Ah, da war so ein Typ wieder. Cool. Was kannst du? Ich scheine in einer Sackgasse zu stecken. Das über mir sieht nach einem Lüftungssystem aus. Richtig. Durch das manuelle Abschalten der Fabrik sind alle Druckventile eingerastet. Wir müssen das Ding irgendwie gewaltsam öffnen. Alles klar, müssen wir jetzt draufhauen wahrscheinlich. Ja, mit Sicherheit. Guck mal, was es hier gibt. Okay. Das haben wir schon mal. Was hat mir das jetzt gebracht? Sind das Seifenblasen? Alles klar. Dann gehen wir mal in die Lüfte. Düsen anbringen. Setzen Sie die Chinesen ein, um Düsen an Objekten anzubringen. Okay. Ah. Cool. Okay. Ist hier oben noch was? Gar nichts. Okay, die Düse ist kaputt. Wir müssen dahin. Gibt's hier oben noch was? Oh ja, hier sind ganz viele Kisten. Okay. Da ist noch eine. Die müssen wir kleiner behalten. Strahlmunition. Sonst gibt's ja auch nichts. Guck mich nochmal um. Hui. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Beziehungsweise fliegen wir weiter. Da sind wir. Wie ich sehe, hat Ihre Freundin die Anlage lahmgelegt. Ich schulde ihr meinen Dank, dass sie mir ihren Standort verraten hat. Der Verarbeitungszyklus läuft. Und Sie stecken mittendrin. Es endet hier, Clark. Nein, das muss es nicht, Heidmann. Doch, das muss es. Leben Sie wohl, Clark. Leben Sie wohl, Clark. Als ob du mich damit aufhalten würdest. Am Boden ausrichten, ganz klar. Machen wir das mal. Ich wette, wir können mit Kinese verlangsamen. Okay, da müssen wir lang. What the f... Ach! So ein Zeitgenosse wieder. Alles klar. Haben wir ein bisschen Munition gespart. Okay. Sonst gibt's hier nichts. Wir müssen hier. Wir müssen da jetzt nicht im Ernst durchfliegen. Warte mal. Hauptsache erstmal mit der Stase gefällt. Bringt das überhaupt was? Ja, das hat jetzt super geklappt. Was ist denn das? Ist das heißer Dampf oder kalter Dampf? So ein minus 280 Grad Dampf oder was zum Teufel? Bin ich denn jetzt? Oh, oh nö, ich darf jetzt wieder hier durchfliegen. An Boden ausrichten. Ja. The fuck? Isaac, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Was machst du da für eine Scheiß? Wofür zu mach keinen Scheiß? Wow, wow! Leute! Okay, wieder das Viech. Dankeschön. Boah, wir haben nur noch kleine Minipacks. Nervt mich gerade irgendwie ein bisschen, aber okay. Alles klar. Wie sollen wir jetzt da durchkommen? Ach, ja, Stase, okay. Das macht ein bisschen. Das sind, glaube ich, ganz viel. Okay. Hat jetzt super geklappt. Aha. Okay.
Okay, wir machen das jetzt gleich. Oder jetzt. Flieg. Oh, gut. Wir haben leider keine Stasi mehr. Wenigstens wieder durchgekommen. Ich wollte schon sagen. Okay, das haben wir weitere Stasi. Nein, Tideman hat mich aus dem System gelöscht. Und jetzt funktionieren meine Codes nicht mehr. Hast du Witze? Oh Scheiße, da kommt was. Schloss, helfen Sie mir mit der Tür. Ich will, dass Sie ihn sehen. Sie müssen die Schritte anhalten. Was? Nein, halten Sie die Klappe und helfen Sie mir. Verdammt. Was zum Teufel ist... Geht Schloss jetzt völlig enraged oder was zum Teufel? Okay, da sehe ich erstmal Kisten, Stasi-Station. Werden wir brauchen. So, gib mir Credits, please. So, Energiekanone, alles klar. So, dann finden wir mal die Stase nach. Wie soll ich denn da jetzt durchkommen, bitte? Moment. Alles klar. Wir auch da durchgekommen. Alter, wie viele Leichen, Junge. Mal. Okay. Oder war es das wieder? Okay, gut. So. Gut, dann lad mal bitte nach. Das können wir wahrscheinlich wieder kaputt machen. Oder? Ach, ich bin so dumm. Oh, wir kriegen immer weitere Düsen. Okay. Hier habe ich gerade noch Kisten gesehen, oder? Oder bin ich jetzt ganz dämlich? Kisten? Hallo, Kisten. Kisten. Waren hier keine Kisten? Dann nicht. Okay. Boah, den ersten hätten wir schon mal. So, da sind wir auch locker und flockig durchgekommen. Oh, was zum Teufel? Was ist das wieder? Ich sag jetzt besser nicht, woran mich das erinnert. Fuck. Oh Mann, wir müssen hier auf. Was zum Teufel? Sind wir verbrannt worden oder was? Ich dachte, wir sind schon längst aus der Reichweite des Flammenwerfers. Ach du Scheiße. Okay. Oh Mann. Nee. Nee. Wo sind wir? Wo sind wir? Ah, ich dachte gerade nicht, dass wir alles nochmal neu machen würden. Dann wäre es aber richtig asozial gewesen. Warum ist das? Laden Plasma-Energie nach. Wählen die Waffe aus. Oh Mann, ich fliege da jetzt einfach nur so durch. Einfach so durch. War das dich auch erledigt. So,
Alter, ekelhaft. So, wählen wir den Plasma-Cutter aus. Oh, Halbleiter Rubin, cool. Sonst gibt's ja. Da gibt's was überhaupt. Das brauchen wir nicht, oder? Oder brauchen wir das? Turbine? Ah, doch, brauchen wir. Boah, am besten hier nicht wieder verbrennen. So. Gehst bitte wieder ran. Alles klar, hätten wir das auch erledigt. Cool. So. Den Sound vom Aufsammeln nicht gehört, also dieses Tschüss, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber okay. Alles okay bei Ihnen? Hilft es nicht? Schritt 3, Ellie! Schoss, durch die Tür! Lauf! Aufhalten, ich bin nah dran! Okay. Hä, hey, so viele Leichen? Mal ehrlich, na gut, das ist Dead Space 2. Leichen sind inbegriffen. Das kommt mitgeliefert zum Spiel, aber... Naja. Schon mal weiter. Ich will das Medipack. Alter, ich krieg hier... Warum ist gerade der Sound vom Medipack aufsammeln weg? Will ihr das auch? Ich höre den gar nicht mehr. Also, Kumpel, komm mal her. Lol. Ich höre gerade den Sound vom Zertreten und vom Einsammeln nicht mehr. Vielleicht kommt das von der Schwerelosigkeit, aber... Schauen wir mal. Wenn nicht, ist das ein Spielbug. Ah, okay, jetzt hört man es wieder. Wahrscheinlich war das nur so ein Spielbug. Drecksviecher. So. Den Energieknoten hätte ich gerne. Dankeschön. Das Viech erstmal zur Sicherheit zertreten. Alter Schwadinski. Da sind sie auch durchgekommen. Okay. Brennstoffausdrucksgleichsturm. Was? Brennstoffdrucksausgleichsturm. Alles klar. Extreme Vorsicht walten lassen. Wir sind immer vorsichtig. Hust, hust. Ein Glück, dass sie noch wie das aussieht! Okay. Ja. Es sind 4 Schritte. Aber nicht wegen ihm hier. 1, 2, 3, 4. Schritt 4. Sie wird warten. Jesus, Dross. Alles okay? Es wird schlimmer. Jesus. Was ist Schritt 4? Geile Übersetzung. Wer wird warten? Nach den Schrauben. Nach der Nadel. Wird sie warten. Er wird es nicht schaffen. Wir müssen weiter. Oben gibt es eine Güterbahn, die die gleichen Gleise benutzt wie die Pendlerbahn. Sie bringt uns zum Regierungssektor. Einer von uns muss sie vom Führerhaus aus steuern. Starrend. Fragend. Ich kenne die. Bleiben Sie hier und versuchen Sie, ihn auf die Beine zu bringen. Der Nadel wird sie warten. Alter. Das ist Dross für Spasmen, ganz ehrlich. Was ist das? Was ist das denn? Ist das ein Bügeleisen oder was war das? Alles klar. Hier meine. Ja, Kiste. Cooles Projekt hier, cool. Schema, Medipack groß, geile Sache. Wir können das Medipacks groß kaufen. Damit kriegen wir, glaube ich, das komplette Leben wiederhergestellt. So, Credits erhalten wir und ein paar Impulsprojektile. Oh man, wir haben gar nicht mehr so viele Credits, nur 5900 Stück. The fuck, Alter, ich dachte gerade, was geht da wieder ab? Okay, dann speichern wir mal. Moment, ist das ist Kapitel 9 schon da? Ne, das ist immer noch Kapitel 8. Alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Oh nein! Tische versperren mir den Weg. Oh mein Gott, es war so unmöglich daran vorbeizukommen. Kann ich das grabben? Ne, kann ich nicht. Jetzt sind wir in Kapitel 9. So Leute, ab diesem Teil hier. Hier, ab jetzt. Ab diesem Teil hier ist alles komplett blind. Ab hier habe ich keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Das Spiel funktioniert, aber keine Ahnung mehr, was in der Story vor sich geht. Nichts. Ab diesem Part
Alles blind. What the? Lass mich los. LOL. Haben die Viecher irgendwie neue Moves gelernt oder was geht? Geld. Dankeschön. Haben wir Plasma-Energie? Nein, haben wir natürlich nicht. So, weil wir haben ein bisschen Leben. Ja. So, ich bräuchte mal einen Shop. Ich bräuchte echt mal einen Shop. Ich müsste mal einen Halbleiter Rubin verkaufen. Das war gerade lustig mit dem einen E. Habt ihr das gesehen? Irgendwie stand da nur so Kerzen gerade da und da ist nichts passiert. Aber okay. Was?